Leute, und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute eine neue Werkstatt für euch. Und ja, ich würde sagen, gucken wir uns das gute Stück einfach mal an. Beziehungsweise schauen wir erstmal, wo sich das Ganze überhaupt befindet. Und zwar hier neben den 24/7-Store. Ja. Und ja. Einfach nur eine Tuning-Möglichkeit mehr, auf jeden Fall, ja. Und mehr ist das auch nicht. Gut, ich würde sagen, wir kommen direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen und einmal auspacken. Wenn wir das gute Stück dann ausgepackt haben, haben wir diesen Ordner hier. Und hier kopieren wir uns schon mal den Namen einmal raus, gehen dann in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. Jetzt gehen wir wieder zurück und gehen noch in die Server-CFG oder in die Extra-CFG. Und müssen das Ganze hier nur noch starten, speichern und schließen. Jetzt müssen wir nur noch den Server neu starten und wir haben die Map erfolgreich installiert. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no